MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute, Herbert hier, GamerTV, und ein herzliches Willkommen zurück zu Minecraft. Und so, erstmal hau ich mich kurz hin. So, und da bin ich auch schon wieder. Und dann werden wir uns ganz kurz zum Tunnel begeben. Hallo Zombie. Das tust du nicht. Arschloch. Sehr schön. Was ein Penner-Zombie, oder? Was eine Sau. So, wir gehen mal gucken, wie weit wir jetzt hier in unserem Tunnelsystem sind. Die Fackeln kommen natürlich weg, da kommt Glowstone rein. Genauso wie hier in diese Fächer wird Glowstone eingesetzt. Ja, die Decke ist aus Quarz gemacht, falls die Leute es noch nicht mitbekommen haben sollten. Und wie ihr hier seht, sind wir auch schon relativ weit gekommen mit dem ganzen Vorhaben. Ja, es ist natürlich noch jede Menge Arbeit, die vor uns liegt. Und dafür möchte ich auch so wenig trödeln, wie es nur geht. So, einmal hier kurz rüber. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. So, und dann müssen wir gucken, dass wir da auch schon wieder nach unten, nach oben kommen an die Oberfläche. So gesehen ist das dann hier. Moment, dass wir auch wissen, wo das ist. Abschließend mit Quarz. So. Sandsteine haben wir noch 18 Stück. Das ist gut. Huch. Wo ist es? Da haben wir es wieder. Sehr schön. So, ansaugen lassen hier von diesem Mega-Sog. Das ist natürlich noch eine richtige Sauarbeit hier, die wir vor uns haben. So. Oh. Ja, Luft holen vergessen ist natürlich eine Straftat, so gesehen. Und wird directly mit dem Tod bestraft. Was ist das jetzt hier? Total verkehrt, aber egal. So, mal kurz gucken, ob ich das hier irgendwie gebändigt bekomme, dass hier kein Wasser mehr reinfließt. Aha. Ja doch, von da ist immer noch tatsächlich eine Quelle. Immer noch? Alle Achtung. Jetzt haben wir's. Na, es geht doch. Sehr gut. So, von da ist jetzt wieder Wasser. Genau. Das hat ja auch seine Richtigkeit. So. Wir brauchen jede Menge Eichenholz, jede Menge Quarzblöcke und jede Menge Sand. Was machen wir zuerst? Erstmal das Inventar leeren, würde ich sagen. Dann kümmern wir uns um den Sand. Und dann würde ich sagen, kümmern wir uns um... Wenn ich ehrlich bin, habe ich noch keine Ahnung, worum wir uns dann kümmern. Aber erstmal ist die Voraussetzung Nummer 1, wir brauchen ein leeres Inventar. So voll bepackt wie jetzt bringt uns alles nichts. Ja, wir hatten doch noch was dabei, habe ich gerade gesehen. Ist auch in Ordnung.
So, dann haben wir noch ein paar Spitzhacken dabei, ein paar Fackeln. Fackeln sind immer gut. Quarzblöcke nehme ich mal mit. Eichenholz nehme ich auch mit. So. Und die Sticks nehme ich mit. Denn dann kann ich mir direkt noch zwei Schaufeln basteln. Die werden auf jeden Fall gebraucht. Von daher... Ah! Und... Ich will mal kurz was kauen. Wo ist es jetzt? Ich hab's doch gerade noch gesehen. Da ist es. Die Pfeile, die brauche ich jetzt gerade momentan überhaupt nicht. Ja, ich hoffe, die Beleuchtung gefällt euch überhaupt, die ich hier eingebaut habe. Mir persönlich gefällt sie gut. Das ist ja im ersten Moment das Wichtigste, dass einem selber die Bauwerke auch gefallen. Nein, das war natürlich wieder typisch Herbert. So. So natürlich abbauen, dass einem das Wasser nicht unbedingt entgegenkommt. Ganz einfach ist das nicht. Weil wenn man ja einmal zu viel buddelt, ist Expektor Wasser wieder vorrätig. So, so, so. Zack. Ja, das Ganze, was wir jetzt natürlich aushöhlen, müssen wir auch irgendwann wieder irgendwie auffüllen. Obwohl hier ein echt schöner Strand ist. Also die Menge an Sand, die wir hier gewinnen könnten... Wäre schon... Oho, wo denn? Aber nicht hier. Wäre unwahrscheinlich, so hell wie es hier drin ist. Okay. Hallo? Wo bist du denn? Hä? Zeig dich. Hm. Okay. Ich sehe niemanden. So, ist das auch erledigt. So, da hinten ist noch jede Menge Sand. Den möchte ich natürlich auch mitnehmen. Hier haben wir ja schon mal angefangen, Sand zu sammeln. Wie man vielleicht unscheinbar erkennen kann. Hier haben wir so gesehen angefangen, glaube ich, damit. Was natürlich schön ist, wenn man beim Sammeln auch noch Sachen findet, die man vielleicht sogar noch gebrauchen kann. Eisen und so weiter. So. Das ist natürlich dann richtig gut. So, so. Auf jeden Fall jede Menge Sand zur Verfügung hier. Ja, wir brauchen den ganzen Sand, um einfach Sandstein zu bekommen. Das klingt jetzt banal, aber wir brauchen wirklich sehr viel. So, und eigentlich könnten wir ja auch sagen, wir buddeln die Ränder weg und so gesehen entsteht neues Wasserland. Na, cool aussehen tut es allemal. Bringen tut es auch noch was. So ganz verkehrt ist das anscheinend ja dann nicht.
Erstmal alles wegbuddeln hier. Alle Achtung, oder? Das funktioniert dann auch recht gut. Na, komm hoch. Sehr gut. Habe ich noch irgendwas, was ich nicht brauche? Nö, ne? Nein. So. Und so. 55 mal Sandstein ist jetzt nicht das Ergebnis, was ich mir erhofft habe. Dazu muss man aber auch sagen, wow, wir haben noch genug Sand zur Verfügung. Erstmal heißt es jetzt ganz flott nach Hause. Denn wenn es dunkel wird, kommen die Monster aus allen Ecken und wollen mich wieder fressen. Hinter mir zum Beispiel 2 oder 3 Creeper. Ey, das sieht ja wohl schön aus, ne, mittlerweile. Wahnsinn, ist schön gewuchert. Wow, Zombies. Zombies! Auch die Gehwege und so sind perfekt beleuchtet. Es schrieb einer mir eine E-Mail von wegen, es wäre cool, wenn ich doch die Map hochladen würde. Also irgendwie als Bild. Das habe ich mir angeguckt. Das sieht so aus wie auf Google Earth und gefällt mir sogar. Das heißt, ich werde mir das mal etwas genauer anschauen. Und wenn das soweit stimmig passt und es funktioniert, dann werden wir uns das auf jeden Fall auf Dauer anschauen. So, wir brauchen, was war's? Eichenholz, ne? Nee. Doch, Eichenholz, genau. Hat der ein Schwein? Nein, ein Grasblock. Ich wollte gerade sagen, warum läuft der mit einem Schwein rum? So. Das heißt wieder, wir brauchen jede Menge Eichenholz, um natürlich die ganzen Stufenwege zu bauen. Wir verbrauchen Eichenholz eh, als ob es an Bäumen wachsen würde, wollte ich gerade sagen. Aber das, der Satz hätte definitiv... Wäre zwar lustig geworden, der Satz, aber passt vorn und hinten gar nicht. Weil es ist ja korrekt, dass es an Bäumen wächst. Von daher wäre... Doch, es ist lustig. Verwirrung pur. So, den Baum nehmen wir auch noch weg. Achso, war gar kein Holz. Da vorne ist noch ein bisschen. Ah, ich bin im Hintergrund noch die anderen Videos am Bearbeiten. Dann stottert Minecraft immer ein bisschen. Naja, was soll's, ne? Stört ja gerade momentan nicht wirklich. So. Das ist aber auf jeden Fall eine gute Anzahl. Damit können wir was machen. Ein bisschen Holz bekommen wir damit hin. Falsch. Da. Zack, zack. Zack, zack. So. Jetzt benötige ich die Stufen. Und den Sandstein. Vielleicht noch eine Spitzhacke. Ohne Schaufel, das weiß ich gerade nicht aus dem Kopf raus. Wird aber wahrscheinlich so sein, dass ich die Sachen brauche.